Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim Enderal. Wir befinden uns in Dünenheim, haben eine neue Quest und wir sehen, wir waren damals gar nicht mal so weit entfernt davon. Im nordöstlichen Bereich soll es sein und da schwebt irgendwas. Genau da schwebt irgendwas. Da seht ihr es. Da, jetzt seht ihr es ganz genau, da schwebt es. Ja, das ist seltsam. Ich vermute mal irgendwo hier. Das ist ja irgendwie noch. Na gut, das ist mehr Osten, ne? Da ist noch irgendeine Stadt oder so. Egal. Wir gucken mal auf unsere Quest. Da werden wir hingehen. Ach, wir haben gar keine Quest dafür. Jetzt wird's spannend. Oder es ist scheiße dunkel. Jetzt wird's spannend. Das heißt, wir gehen zuerst mal in die Richtung. Wir suchen das Ding jetzt. Alles, was wir unterwegs finden, das nehmen wir mit. Ne, lieber Aufpasser, was macht ihr hier? Rumstehen. Doof rumstehen, ja. Wohnhaus. Ach, hier wohnen sie. Ich habe mich schon gefragt, wo die wohnen. Der schläft nur. Macht euch keine Sorgen. Wieso bist du tot? Wieso seid ihr beiden tot? Kann ich euer Brot haben? Ah ja, klar. Selbst im Tod und noch geizig. Was ist hier passiert? Ob hier irgendwann mal eine Quest hinführen könnte? Und es gab ja auch kein Brett, kein schwarzes Brett in Dünenheim. Oder werden wir es hier noch finden? Sieht nicht so aus. Gut, gehen wir ins nächste Wohnhaus. Ich glaube das nicht, dass das das Wohnhaus war. Ich glaube, wir sind jetzt wieder zurück in der Stadt. Bullshit. Ja, schön. Das heißt, die haben quasi eine Höhle ausgegraben und in dieser Höhle ist jetzt deren Butze. Oder ist das ein gigantisches Haus gewesen? War das nicht gerade eine Höhle, wo wir drinnen waren? In Dünenheim? Tatsache. Das ist Stein. Die Wohnungen sind in Stein gehauen. Das ist ja kratzi. Na gut. Die erste Wohnung, die wir betreten haben, da waren erstmal alle tot. Wir müssen in diese Richtung gehen. Okay, gehen wir einfach mal in die Richtung. Richtung Nordosten. Vielleicht werden wir es ja finden. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie es heißt. Wir werden schon fündig werden. Wie krass das hier auch ist. Der Sturm und alles. Wir sind mit der schönen Umgebung, wo wir gerade noch waren. Freundlich oder feindlich? Okay, feindlich. Ich hab dir die Wahl gegeben, mich nicht anzugreifen. Du sahst aber so süß aus. Holy shit. Okay, der ist tanky. Naja. Gehen wir erstmal in diese Höhle hier. Dann ist es wahrscheinlich wenigstens nicht so staubig. Guckt euch die Kackbratze da hinten an. Wie sie dir voll lungert und wartet, bis ich komme. Coole Nummer. Danke fürs Gift. Ich stehe drauf. So gehört sich das. Das ist ein gutes Tierchen.
das stirbt wenigstens. Alt Ishama Depp. Das war's nicht, oder? Alt Sol-Tyris müssen wir finden. Na gut. Gehen wir aber erstmal hier rein. Vielleicht sind sie ja zusammen verbunden. Haben wir schon öfters erlebt, dass es mehrere Wege gibt. Ja, mein Kollege. Ah, die streuen hier alle rum. Ich hasse die Dinger, ne? Die haben scheiß Gift, aber die geben wenigstens gute Erfahrung. Übrigens haben wir nochmal... wir hatten ja ein Level-Up bekommen, stimmt ja. Ist auch zugeschlossen? Ich sehe hier aber nirgendwo irgendwo einen Schalter oder so. Ach, come on! Ist euch denn ernst? Das erste, was ich mache, wenn ich erkunden will, ist zugeschlossen. Gibt's da irgendwo einen Schalter oder so? Mach auf! Ja, verdammt. Na gut, dann. Dann halt nicht. Ah, gut. Sah irgendwie ein bisschen merkwürdig aus. Der Stein. Ja, zumindest kommen wir jetzt weiter. Ich sehe dich doch, du Kackkratze. Versteckt er sich da hinterm Busch? Ich glaub's nicht. Das heißt, wir haben... Ach, Falma. Falma, jetzt kommt mir der Name wieder in den Sinn. Falma hießen die. Jetzt haben wir wieder mit den Falmern zu tun. Das sind richtige Falma. Nicht so wie die anderen. Grabwächter nennen sie sich hier. Ah, interessant. Wiederbeleben. Erweckt einen mächtigen Toten und lässt ihn für euch 60 Sekunden kämpfen. Cool. Nur irgendwie habe ich es nie benutzt damals. Weil irgendwie alles, was ich beschwören wollte, war zu mächtig. Eine Banane. Wasser. Okay, irgendwer lässt es sich hier gut gehen. Da kratzt er sich am Arsch. Glaub's nicht. Kein Wunder, dass du sterben wirst. Wer sich so laut am Arsch kratzt, der hat's verdient zu sterben. What the? Achso, ich dachte, das sah so aus, als wäre mein Pfeil abgeprallt. Was ist das denn für ein Superman? Nee, alles gut, alles gut. Ich bin viel zu stark für alle. Jedenfalls, wenn ich schleiche. Sobald ich nicht im Schleichmodus angreife, bin ich hier so gut wie gearscht. Hallo? Eine Statue. Ist es vielleicht die Statue von unserer ersten Quest? Dann lebt das Viech einfach noch. Ja, ist klar. Sei einfach noch mächtiger. Ah, Level up. Immer schön ins Knie. Das ist die Schwachstelle von allen hier. Eterna-Schild. Ah, Eterna-Harnisch. Ist zwar ziemlich wertvoll, aber ich habe genug Stuff zum Verkaufen. Und ich will nicht so viel Dreck tragen. Hass. Ich bin einfach nur so hasserfüllt. Lichtmagie, Seelenstein. Der Rest ist eigentlich ziemlich unwichtig, ne? Ja, einen Schlüssel nehmen wir noch mit. Gucken wir, wenn wir mal wieder Probleme kriegen bei einem Schloss. Machen wir es einfach auf. So, und du, meine liebe Statue, was hast du zu bedeuten? Ach, da ist noch eine Treppe. Alter! Das ist Timing. Das ist Timing. Ich habe mich richtig schön erschreckt. Ich dachte, jetzt geht der übelste Bossfight los. Dabei ist nur meine Waffe verschwunden. Ein bisschen Erz, ja gut. Ah, mach doch nicht so ein Scheißspiel. Auf dich zu kratzen. Das ist widerlich. Einige sterben sofort, andere nicht. Das ist irgendwie ein bisschen seltsam.
Das sind verschiedene Götter, Propheten, Schrägstrich Idioten. Beten die viele an? Huch, Hallöchen. Wegstreuner Landknechthelm, okay. Totenfunke. Wie viel trage ich? Oh, ich kann auch richtig viel tragen. Was ist denn los? Einhandangriffe, ja, gut, nee, brauche ich jetzt wirklich nicht. Bögen würde ich ja nehmen, ja, aber so ein Scheiß nicht. Ich sehe eine Falle. Und du musst vorbei. Dämlicher Pfeil! Der hat meinen ganzen Plan ruiniert. Ich wollte, dass er da reinläuft. Mann. Super, der nächste Pfeil, der in eine Falle reingeflogen ist. Okay. Die auch einfach automatisch angehen. Au. Bin gesprungen. Nicht bewegen, Zero. Nicht bewegen. Holy shit, ich hasse sowas, ne? Oh Gott. Zauber. Nee, Moment, ich habe sie doch hier in die Schnellleiste gepackt, oder? Gut. Jetzt kann ich mich nicht mehr wehren. Mein Arkanistenfieber steigt, wenn ich mich heil. What? Das finde ich jetzt nicht so nett. Hätte ich lieber was essen sollen. Wer kann denn sowas auch ahnen? Toll. Ich bin schon wieder krank. Leere Särge, cool. Das hat sich voll gelohnt, hier zu kommen. Gucken wir mal da hinten. Ich möchte auf jemanden Geisterwolf loslassen. Take this! Mehr kann ich derzeit nicht machen. Vielleicht hätte ich warten sollen, bis ich Mana habe. Ich glaube, das wäre ein bisschen raffinierter gewesen. Na komm, mein Mana. Guckt euch das an, wie schnell sich das regeneriert. Geh doch gleich los. Ich hätte den Geisterwolf einfach sein lassen sollen und stattdessen einfach den Bogen beschwören. Frage, kann ich meinen eigenen Wolf looten? Und bringt mir das was? Ansonsten könnte man ja richtig geil farmen. What? Das war dein Kopf, mein Freund. Mach keinen Scheiß. So gehört sich das. Nee. Ich kann mein eigenes Tier nicht looten. Schade. Sonst könnte man gut farmen können. Und das kannst du dann verkaufen. Einfach eine Wache angreifen und der bringt dann die ganze Zeit die Wölfe um. Und dann verdient sie da eine goldene Nase. Du musst halt nur rechtzeitig weggehen, bevor er dich verhaftet. Ach, Silberschüssel. Ich habe Schlüssel gelesen, ich habe mich schon gefreut. Oh, Expertenfernkampf. Stimmt, ich wollte Bücher kaufen, ne? Wenn ich das nächste Mal in Ark bin. Dieses Lehrbuch enthält für euch sehr fortgeschrittenes Wissen. Na gut, dann nicht. Wir haben mittlerweile so viel Geld verdient und so viel gefarmt. Ich denke mal, wir werden auf jeden Fall zu den Expertenbüchern gehen. Okay, es gibt auf jeden Fall schon keinen Rückweg. Als das Nest? Was für ein Nest? Bin ich? Krass. Ist das die Butze von denen? Leben die hier? Ah! Hi! Cool. Ah, Haustiere habt ihr auch noch.
Die bringe ich natürlich um. Bring nämlich alles um, was ihr liebt. Holy shit, wenn ich so auf die Map-Gruppe gucke da oben. Ich würde sagen, hier ist Buddy. Irgendwas kämpft ihr da? Was tun die da? Kämpfen die jetzt gegen die Spinnen? Okay, es sind doch nicht ihre Haustiere. Sie kämpfen gegen die Spinnen. Guckt euch das an, wie er sich da hinten wohlfühlt. Ich finde das immer wieder toll, dieses Timing, wo der Bogen einfach abbricht, weißt du? Das ist einfach wunderschön. Kannst du dich mal hinten lassen, bevor man mich sieht? Okay, sie hat die Spinne erledigt. So scheint es. Es sind ein paar mehr Spinnen, als ich dachte. Wie die alle gegen eine Spinne kämpfen und einfach nicht klarkommen. Die Spinne gewinnt auch noch. Wie viele Spinnen da sind? Oh! Sehen wir uns wieder, Mr. Fallenbogenschütze. Ich helfe auch gerne. So, wo ist der Rest? Ich denke mal, jetzt sind alle vernichtet. Weil ein Bogenschütze hat sie alle umgebracht, ne? Die kämpfen immer noch. Lol. Herrlich. Sie erstmal aufeinander hetzen und dann schön bequem die letzten Rest fertig machen. Ja, cool. Mach die Beine breit. Stehst du drauf, ne? Die leben hier ernsthaft Seite an Seite mit Spinnen. Und in dem Moment, wo ich eine Spinne hitte, werden die Spinnen wahnsinnig und töten alle. Das muss eine wirklich wundervolle Kooperation gewesen sein zwischen denen. Begräbnishallen. Oh, kriegen wir hier gleich wieder so Magier mit so einer komischen Mütze? Ihr wisst, was ich meine, diese Maske, ne? Sieht ganz danach aus, dass hier irgendwas sein wird gleich. Na, lass dich hitten. Geht doch. Ich liebe es, wie die Gegner einfach jedes Mal dahin rennen, wo einer stirbt oder wo ein Pfeil landet. Ich meine, das ist doch Blödsinn. Was ist das denn? Wenn da irgendein Geschoss landet, dann gehe ich da doch nicht hin. Es ist so, als wenn ein Sniper gegen eine Wand schießt und ihr dreht euch erstmal um und guckt, was ist denn da passiert? Ja, bumm, tot, würde ich sagen. Und da ist ein Licht. Was zur Hölle ist eine Sphäre? Und wo soll die jetzt sein? Hier auf jeden Fall nicht. Interessant. Ich habe das Gefühl, genau darum wird es hier gehen. Sphären einsammeln. Und dann, ich weiß es nicht. Sie katalysieren? Mich dann Keksfreund, dass ich sie habe? Oder packe ich sie irgendwo rein? Wir sind quasi draußen. Und da ist ein Licht. Und da hockt jemand. Hockte jemand. Doch, da hängt noch jemand. Kannst du das mal bitte nach dem Kampf machen? Wie viel Level wir einfach hier in der Wüste aufsteigen, das ist richtig krass. Waka! Noch eine Sphäre.
Was soll das mit diesen Sphären? Oh. Gut getarnt. Aber mal wieder am Arsch gekratzt und... Shit. Ich dachte, du bist tot. Hörte sich so an. Deswegen verreckt, wollte ich gerade sagen. Aber er ist ja nicht verreckt. Okay, okay. Nichts. Ich glaube, wir müssen die hier jetzt reinpacken, oder? Was ist das? Meister. Sphäre. Sphäre. Es wird höchstwahrscheinlich ein Meisterschloss auf uns warten. Und wir werden auf jeden Fall diesen Zauber dafür benutzen. Den Stress gebe ich mir nicht. Ja, Freunde. Was wird sich hinter diesem Tor verbirgen? Das erfahren wir morgen in einer neuen Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.